Im heutigen Video haben wir die Liebesgeschichte zwischen Shadow Meatstars und der Undercover Sky für euch vorbereitet. Deswegen schaut euch das ganze Video heute bis zum Ende an. Hey Leute, das Video wird richtig spannend. Aber auch heute grüßt natürlich wieder drei aktive Zuschauer, die im letzten Video etwas kommentiert haben. Und heute ist der liebe Iceman Creates, liebe Thor und der liebe Defrani. Freunde, falls auch ihr im nächsten Video gegrüßt werden wollt, dann lasst jetzt unbedingt jetzt ein Like, da abonniert diesen Kanal hier und schreibt etwas Nettes in die Kommentare rein. Und falls ihr auch mal mit mir Fortnite Roleplay spielen wollt, dann kommt unbedingt auf meine Fortnite New City Roleplay Map. Da spiele ich aktuell ab und zu mal drauf. Hier unten steht direkt der Inselcode. Ich würde mich richtig krass freuen. Ansonsten, Leute, falls ihr euch heute noch einloggt in den Fortnite Item Shop, benutzt unbedingt meinen Creator-Code Orxy hier einfach eingeben und dann bei Durchsuchen drücken. Dann kommt hier dieses Häkchen und dann habt ihr mich kostenfrei supportet. Und jetzt, Freunde, schaue ich das ganze Video bis zum Ende an. 3, 2, 1, let's go, wir starten rein. Viel Spaß, Leute, schaut euch meine ganze Liebesgeschichte an. Oh Mann, das kann's doch echt nicht sein. Ich hatte heute eigentlich gar keine Lust auf Schule und jetzt bin ich hier. Meine Mama hat mir einfach nicht abgekauft, dass ich krank bin. Oh Mann, das kann's doch echt nicht sein. Na gut, ab zur Schule. So, liebe Schüler, alle bitte in Reihe und Glied aufstellen. Oh, guten Morgen, Herr Franziskus. Na gut, ich stelle mich direkt hier hinten auf. Oh, Judas, du bist ja auch heute da, na? Alles gut bei dir? Yo, was geht ab? Hey, Orxy, du bist ja auch schon am Start. Erster Schultag und so, ne? Ich bin echt mal richtig gespannt. Oh ja, erster Schultag. Sag mal, wo sind eigentlich Usi und Lea? Sind die gar nicht da? Nein, Mann, die hatten leider keine Zeit. Aber du weißt doch, wir beide sind doch auch gute Freunde, oder nicht? Ja, ganz genau, Judas. Das sind wir echt. Okay, ich bin echt mal gespannt, wer alles heute da ist. So, die Anwesenheit. Paul, bitte einmal durchgehen. Jonathan, bitte einmal durchgehen. Franz, bitte einmal durchgehen. Emre, bitte einmal durchgehen. Ah, Sabrina, schön, dass du da bist. Bitte einmal durchgehen. Ja, ja, okay. Ich glaube, die meisten sind da. Lass uns mal direkt auch nach vorne laufen, oder nicht, Judas? Oh, na gut, lass uns auch direkt loslaufen. Ich glaube, die allermeisten sind wohl da, oder nicht? Mhm, ganz genau. Da läuft sie einfach weg. Guten Morgen, Herr Lehrer. Ich bin natürlich auch da. Ist doch ganz klar, ne? Ja, natürlich. Du kannst auch bitte einmal durchgehen. Oh Mann, was ist denn heute mit Judas los? Wieso hat er denn gerade so Sky angeschaut? Guten Morgen, Herr Lehrer. Ich bin auch natürlich da. Oh, Orxy, endlich mal pünktlich. Sonst bist du ja mal zu spät. Ja, genau, Herr Lehrer. Oh Mann, auf geht's in die Schule rein. Yo, Orxy, sag mal, ich muss kurz mit dir reden, ja? Bitte, wir müssen echt mal ein bisschen reden, wir beide. Oh Mann, ja, was ist denn bitte, Judas? Alles gut bei dir? Hey, sag mal, gehört da dieses Snoop Dogg da oben da noch dir, diese eine große Villa da hinten? Oh ja, klar gehört die mir. Die gehört um ehrlich zu sein mein Vater, aber ich habe ein anderes Problem. Du siehst doch das Mädchen da hinten, oder nicht? Das Mädchen? Welches denn bitte? Meinst du etwa Sky? Ja, guck da mal bitte nicht so auffällig hin. Weißt du, ich mag die total. Ich glaube, ich habe einen Crush auf die. Mhm. Ein Moment mal, Judas. Du magst also Sky. Meinst du das im Ernst? Als ob du dich in Sky verliebt hast. Oh ja, Orxy, machst du dich da etwa drüber lustig? Ich weiß ja, dass du der Golddigger-King bist. Bitte, du musst mir unbedingt helfen. Komm schon. Hm, Sky, aber ihr habt euch ja seit einem halben Jahr nicht mehr gesehen. Meinst du etwa, dass sie dich auch mag? Oh, schau mal, die schaut doch gerade sogar rüber. Was? Ich schau mal direkt hin. Was? Schaut die etwa mich an? Oh Mann, Orxy, ich bin wie eingefroren. Ich habe echt Angst, da hinzuschauen. Kannst du nicht einmal mit dir reden gehen? Ich soll mit dir reden gehen? Na gut, warte hier einfach, Judas. Ja, ich komme gleich sofort wieder. Ich geh kurz mit dir reden. Oh Mann, ganz ehrlich, Sky, ich hab dich so lieb. Du hast so schöne Haare. Hey, Judas, jetzt sei doch kein komischer Mann. Guck da nicht so auffällig hin. Okay, na, alles klar, aber ich muss kurz meinen Schuh zu machen. Warte mal, das ist doch Orxy. Hey, Orxy, na, alles gut bei dir? Wie waren du die Ferien, hm? Oh, hey, was geht ab? Sabrina und ich glaube, Sky warst du, ne? Ja, die Ferien waren richtig gut, hat richtig Spaß gemacht, wirklich. Mhm, wirklich? Oh, das freut uns echt total. Weißt du, wir reden gerade über eine richtig coole Sache. Echt? Redet ihr etwa über Judas? Schaut euch mal an, der hat trainiert in den Ferien, der ist doch richtig breit geworden, ne? Hm, Judas? Nee. Oh, worüber redet ihr denn bitte? Wir reden gerade darüber, wer von den Jungs der hässlichste ist. Oh, darüber redet ihr? Achso, das klingt ja eigentlich ganz gut. Oh Mann, ich glaube, das sind echt schlechte Aussichten für Judas. Schaut mal, der Arme. So, 7.50 Uhr. Alle sofort in den Klassenraum. Oh, na gut, wir müssen schnell hoch. Bis gleich, Orxy. Stell in den Klassenraum. Komm schon mit, Sabrina. Ja, klar, bis gleich. Oh Mann, der Klassenunterricht fängt an. Hey, Judas, ist alles gut bei dir? Du musst doch nicht so runtergeschlagen sein. Wirklich, ist doch alles gut. Ist doch nichts passiert jetzt. Ja, ich weiß, aber sie hat mich nicht mal zurück angeguckt. Weißt du, wie ich meine? Ich gehe einfach in die Klasse. Ist doch alles egal. Hey, Judas, jetzt mal ganz ruhig. Oh, der ärmste Leute, der schaut ja richtig traurig. Okay, Leute, lasst mal direkt alle ein Like und ein Abo da, wenn ihr wollt, dass wir ihnen unbedingt helfen. Na los, Leute, alle liken und abonnieren. Wir gehen jetzt direkt hinterher. So, Orxy, machst du mal hin? 7.51 Uhr, das heißt 5 Stunden nachsitzen für dich, morgen. Nö, ganz bestimmt nicht. Also, wo sitzt Judas? Ah, Judas sitzt direkt hier vorne. Und zack. Oh, Mann. Hey, sag mal, Judas, was haben wir heute gerade für ein Fach? Ich habe gar nicht meine Sachen geholt.
Oh Mann, wir haben jetzt Physik, das weiß doch jeder. Oh, Physik, na gut, hey, hör mal zu, wir kriegen das hin. Ja, wir haben alle hier ein Like und Abo da gelassen. Wir kriegen das schon irgendwie hin. So, Kinder, heute zeige ich euch die Zusammensetzung von zwei verschiedenen Variablen. Dadurch kriegt ihr zum Beispiel sowas hin. Guck mal, wie cool ich bin. Ja, warte mal. Wow, wie hat der das denn bitte gemacht? Boah, Herr Lehrer, das war ja richtig spitzenmäßig. Wie haben die das denn gemacht? Ganz einfach. Das ist ganz einfache Physik. Boah, ganz einfache Physik. Einfach unsichtbar werden. Ja, wie cool ist das denn bitte? Jo, das ist richtig geil. Ich will das auch machen. Boah, das ist ja richtig cool. Hey, Sabrina, stell dir mal vor, du hast einen Freund, der dir das alles einfach beibringen kann. Das wäre so cool, oder nicht? Mhm. Warte mal. Jo, Mew, das hast du gerade gehört. Boah, hast du genau gehört, was sie gesagt hat? Oh ja, sie wünscht sich irgendjemand, der ihr das mal so beibringen kann. Alter, wie cool ist das denn bitte? Ja, das ist auch cool, aber hey, verstehst du nicht? Das ist deine Chance. Du kannst einfach dann mit ihr reden. Hey, Oxymann, redet nicht im Unterricht. Oh, ja, klar. Tut mir echt leid. Ich setze mich direkt wieder hin. Tut mir leid, Herr Lehrer. Oh Mann, Oxy, echt nochmal Glück gehabt. Du bist erst zu spät gekommen und jetzt noch das. Der Lehrer hat dich echt auf den Kicker, wirklich. Ja, Mew, das, ich probiere dir halt zu helfen. Naja, wir kriegen das schon alles irgendwie hin. Und wenn ihr das lange genug lernt, könnt ihr auch sowas erschaffen. Sowas nennt man einen mechanischen Blitz. Die Hausaufgaben enthalten genau das, was wir im Unterricht durchgemacht haben. Das bedeutet Seite 265 in eurem Buch. Oh, ich brauche jetzt erstmal Kaffee. Was? Stunde schon vorbei? Oh Mann, was war das bitte für eine coole Stunde? Jungs, wir haben Pause, alle raus. Wow, nicht, dass ihr mich rumrempelt. Ganz ruhig. Oh Mann, wie die Willen rennen die einfach in die Pause. Das kannst du echt nicht sein. Um Gottes Willen, ihr könnt doch nicht am Schulflur rennen. Ich krieg ein Herz, Kasper, wegen euch. Hey, Sabrina, war eine richtig gute Stunde. So, und erstmal aufstehen. Ich habe mir natürlich alles gut markiert und gemerkt, damit wir auch auf die Klausur bestens vorbereitet sind. Ja, natürlich. Wollen wir uns heute vielleicht nochmals verabreden, wir beide? Boah, hey, Mewdas, schau dir das mal an, welche gerade langgelaufen ist. Das war doch Sky, die du magst, oder nicht? Ja, und sie hat mich schon wieder nicht angeschaut. Das kannst du echt nicht sein, oder? Oh Mann, hey, Mewdas, du hast aber in der ganzen Stunde echt gut mitgemacht. Ich glaube, sie mochte dich ein wenig. Okay, komm, wir gehen direkt in die Pause. Vielleicht finden wir sie da irgendwo. Na gut, Oxy, aber nur weil du dich so gut auskennst, vertraue ich dir mal ausnahmsweise, Lalalala, so ab die Treppe runter. Gut, dass ich mir alles aufgeschrieben habe. Das ist nämlich klausurrelevant, Ey, Bruder, Schnecke, komm mal her. Ja, genau, komm mal her. Wir wollen mit dir reden. Ja, was wollt ihr bitte von mir, wenn ich fragen darf? Ihr wollt ja nicht wieder meine Hausaufgaben haben, oder? Die kriegt ihr diesmal nicht. Komm, gib uns dein Zettel her. Wir wollen wissen, was du aufgeschrieben hast. Yo, warte mal, Mewdas, siehst du das? Da ist doch Sky. Und ich glaube, die beiden da, die machen sie gerade fertig oder so. Irgendwas sagen die zu ihr, ne? Oh Mann, du hast recht. Was soll ich denn jetzt bitte tun, Hey, hör mal zu, Mewdas. Das ist jetzt deine Chance, okay? Wenn du willst, kannst du da einfach hingehen und vielleicht kannst du sie dann beeindrucken. Ist das nicht eine gute Idee? Was? Denkst du echt, dass sie mich mag? Hey, Leute da draußen, die das Video gerade schauen. Denkt ihr echt, dass sie mich dann mag? Leute, ihr da draußen seid gemeint. Schreibt mal alle Ja in die Kommentare, damit er genau weiß, dass er es machen soll. Na los. Oh Mann, die meisten Leute schreiben tatsächlich Ja in die Kommentare. Okay, ich werde sie retten. Du hast recht, Oxy. Ich hab recht. Ja, natürlich habe ich recht. Und jetzt lauf schon runter. Na los, beweg deinen Hintern dann. Mal los, mach die beiden fertig. Und dann hol dir die zurück. Na los. Entschuldigung. Ich wollte mal gern wissen, wo die Toilette ist. Warte mal, was sagt ihr denn da bitte? Hey, Mewdas, du brauchst keine Angst zu haben. Du kriegst das schon hin. Was willst du denn, du Katze? Na, ich meine Faust. Ach Mann, gib mir sofort meine ganzen Sachen wieder. Das ist echt nicht lieb von euch. Na los, bitte. Ja, ganz genau. Gib mir sofort die ganzen Sachen wieder. Das ist echt nicht nett von euch zwei. Du bist nur eine Katze. Lass uns in Frieden. Mewdas, lass dich nicht einschüchtern. Ich stehe direkt hinter dir, okay? Mach ihnen einfach eine Ansage. Du tust doch, als wärst du Oxy. Frau Oxy haben ja Angst vor dir nicht. Oh Mann, warte, ich habe das genau gehört. Von mir haben die Angst. Na gut, einen Moment mal. Schaut euch das mal an, Leute. Oh, da ist Oxy. Lass sie schnell wegrennen. Oh ja, rennt lieber weg, ihr zwei, ne? Oh, hey, die sind ja beide weggerannt. Vielen Dank, hey, Mewdas. Du hast mich tatsächlich gerettet. Jawohl, es funktioniert. Oh, ja, also ich hab das wegen Pfandflaschen und ich wollte gern fragen, ob wir, wegen Pfandflaschen und, ich wollte gern fragen, ob wir miau, miau, miau. Was willst du bitte sagen? Ich verstehe kein Wort. Was meinst du? Danke für die Rettung. Oh, was mein Freund sagen will? Na, er will nur sagen, dass er mag dich halt, ne, und er würde gerne dich mal ein bisschen näher kennenlernen, so nach der Schule irgendwann mal, ne, vielleicht einfach mal ein bisschen was essen gehen oder so. Oh, Oxy, stimmt, Oh, das hat er also gesagt, das habe ich nicht ganz gehört, hey, natürlich, du hast mich gerettet, wo wollen wir essen gehen? Oh, Mann, danke, Oxy, es funktioniert echt gut. Wo kann ich denn mit dir essen gehen? Mit dir essen gehen? Hey, wie wär's einfach, wenn du in einem Steakhouse mit ihr gehst? Wie wär's mit einem Steakhouse? Ich und du, nur wir beide, Oh Mann, nur wir beide? Aber Oxy soll auch mitkommen, okay? Ich will auch mit ihm unbedingt sein. Und
da kann meine Freundin auch mitkommen. Also so ein Doppeldate. Mhm. Warte mal, was? Ich hoffe, das eskaliert jetzt nicht. Ja klar, es kann gut klappen, oder nicht? Das wäre eigentlich eine gute Idee, oder nicht? Ja, eine fantastische Idee, wirklich. Wir treffen uns dann heute Abend. Alles klar, Sky? Einfach dann im Restaurant. Jo, machen wir dann so. Alles klar? Mhm, alles klar. Okay, Jungs, ich muss jetzt nach Hause. Der Bus ist schon da. Tschüss. Jo, bis dann. Tschüss, tschüss. Oh Mann, hey, Mewdus, das hat echt gut geklappt, wirklich. Schau dir das mal an. Sie mag dich, glaube ich. Ey, hör mal zu, Mewdus, du hast es richtig gut gemacht, okay? Oxy, vielen Dank. Es ist nur durch deine Hilfe möglich. Na los, lass uns schnell uns umziehen gehen und dann gehen wir auf das Date. ja, Mewdus, komm mit. Lass uns direkt uns umziehen gehen. Oh Mann, Leute, wie cool ist das denn bitte? Boom, und Oxy, was sagst du zu meinem neuen Look? Sieht doch richtig cool aus. Schau dir das mal an. Wow, Mewdus, du siehst echt aus wie eine 10 von 10. Fast schon wieder echt im Mewdus, ne? Vielen Dank. Okay, da vorne ist das Ziegenland. Lass uns da direkt hinlaufen. Oh ja, das Ziegenland. Da, wo Wünsche immer wahr werden. Lass uns da direkt hingehen. Und hey, hör mal zu. Sei nett, höflich. Halt dir immer die Stuhl ran. Okay, schieb sie ran. Und dann musst du auf jeden Fall auch noch das Essen ausgeben, okay? Ja, klar. Will ich auf jeden Fall machen. Und was soll ich noch machen? Wenn der Kenner ihr zu nahe kommt, dann boxe ich ihn einfach, oder? Warte mal, willst du ihn boxen? Nein, 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 nicht boxen. Das mögen die gar nicht. Okay, du kannst doch nicht gewalttätig werden. Einfach immer lieb und nett sein, okay? Ja, okay, werde ich auf jeden Fall machen. Oh, das Ziegenland. So wie man es kennt. Richtig schön. So, verhalte dich einfach ganz normal. Ja, so wie immer. Na gut, so wie immer. Was geht ab, Leute? Hier ist wieder mal euer King. Was geht ab? Hey, das ist doch nicht so wie immer. Sei einfach so ganz normal, okay? Hallo, Mr. Ziege. Ja, wir haben einmal reserviert für genau 4 Personen. Ah, da vorne sind die schon. Mäh. Oh, okay. Vielen, vielen Dank, Mr. Ziege. Der meinte, wir können uns schon mal hinsetzen, ja? Jo, will ich direkt machen. Hey, was geht ab? Na, alles klar bei dir, Sky? Schön, dich wieder zu sehen. Hey, die Freude ist ganz meinerseits. Komm, setz dich doch schon mal hin, ruhig. Oh, ja, klar. Wir sind schon mal direkt hin. So, du einmal nach da. Genau, und ich gehe einmal hier hin. Oh, hey, Sabrina, na? Hey Oxy, schön, dass du auch gekommen bist. Ach klar, bin ich doch gekommen hierhin. Okay, ich würde sagen, Leute, was sollen wir denn so essen? Ich weiß nicht. Also am besten ja so ein leckeres Steak, ne? Aber wir müssen echt aufpassen, weil mein Bruder arbeitet heute. Der Mann, der arbeitet auch in einem Steakladen. Das ist so ein Kellner. Warte mal, dein Bruder arbeitet? Ja, dann hoffen wir mal, dass er nicht hier ist, oder Mewdus? Oh ja, ganz genau. Denn wenn er hier wäre, dann wäre er bestimmt sauer, dass er auch mit seiner Schwester auf dem Date bin. ne? Mein Bruder ist echt aggressiv ein bisschen. Wir hatten mal einem Jungen einfach so von der Schaukel geschmissen und der Junge hat sich dann die Hand gebrochen. War echt blöd. Was? Okay, das ist echt ein bisschen komisch. Lalalala. Warte mal, warte mal. Oh, Leute, das ist mein großer Bruder. Was machst du denn mit dir hier, Alberto? Warte mal, das ist dein großer Bruder? Hey, ganz ruhig. Okay, ist nicht so, wie es aussieht. Ja, wir sind hier nur auf einem freundschaftlichen Essen. Geil. Was machst du hier mit 2 anderen Jungs, ha? Arbeite ich immer für die Familie, dass du sowas hier abziehst, oder was? Oh Mann, hey Bruder, warte mal, Mewdus, was machst du denn da bitte? Hey, hör mal zu, lass die Finger von Sky. Ich hab mich in sie verliebt und sie ist richtig toll. Was? Sag das nicht. Er ist 5 Jahre älter als du. Der ist viel stärker als du. Sag das bitte nicht sowas. Oh doch, ich hab mich einfach in sie verliebt und deswegen will ich sie haben. Oh nein, Leute, die Situation scheint ziemlich zu eskalieren. Hey, ganz ruhig, okay, ihr müsst echt nicht durchdrehen, ja? Was willst du denn jetzt hier von meiner Schwester, ne? Ich will die halt haben, ne? Ich will die haben, wirklich. Soll ich mal meine Waffe rausholen? Kann ich dir mal wirklich zeigen, wer hier der Boss ist? Deine Waffe? Was meinst du? Oh nein, ganz ruhig. Warte mal, Bruder, mach das nicht, bitte. Hey, warte mal, lass ihn ruhig, ja, ganz ruhig. Du musst es echt nicht tun, okay? Er ist doch echt ein ganz netter. Hey, ganz ruhig, ouch. Oh Mann, was ist denn jetzt bitte passiert? Bin ich etwa im Krankenhaus? Ja, Oxy, vielen Dank, dass du den Schlag abgefangen hast. Ja, du bist im Krankenhaus. Tut mir echt leid, das ist echt eine schlechte Nachricht. Oh Mann, hey Mewdus, habt ihr es geklärt mit dem Bruder? Hey Oxy, vielen, vielen Dank, du hast echt gerettet. Mein Bruder ist jetzt im Knast, aber weißt du was? Ich hab mich in Mewdus verliebt. Ich liebe ihn jetzt. Oh ja, vielen Dank, Oxy. Dank deinem Mut und deinem Einsatz sind wir jetzt zusammen. Vielen, vielen Dank. Oh, okay, ist echt schön, Leute. Oh, ich gehe erstmal schlafen. Ja, gute Nacht, Leute, und euch ein schönes Leben. Oh Mann, bin ich müde. Und Freunde, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Hier rechts und links wird noch weitere echt so coole Fortnite-Kurzfilme. Drückt euch unbedingt rein. Ich mache auch jeden Tag Minecraft und Roblox, Leute. Vielen Dank fürs Anschauen und wir sehen uns bei dem nächsten geilen Fortnite-Kurzfilm. Und jetzt drückt aufs nächste Video drauf. Na los, Leute, drückt schon aufs nächste Video.